Hallo, liebe Deutschlerner. Ich bin's, Marc von Authentic German Learning. Heute reden wir darüber, wie du deine Neugier nutzen kannst, um Deutsch zu lernen. Und zwar auf eine Art und Weise, die dir Freude bereitet und natürlich ist. Denn Neugier ist ein mächtiger Antrieb. Wenn du aus Interesse und Spaß an der Sache lernst, dann geht alles leichter. Warum Neugier der beste Lehrer ist. Neugier ist ein natürlicher Instinkt, der uns hilft, Neues zu entdecken. Denk daran, wie du als Kind die Welt erkundet hast. Immer bereit, Fragen zu stellen und Neues zu lernen. Genauso kannst du auch beim Deutschlernen vorgehen. Frag dich selbst, was interessiert dich an der deutschen Sprache und Kultur? Vielleicht bist du neugierig auf die Geschichte Deutschlands. Vielleicht möchtest du deutsche Filme verstehen oder die Musikszene erkunden. Nutze diese Neugier als Treibstoff, um jeden Tag etwas Neues zu lernen. So bleibt das Lernen immer spannend. Finde Themen, die dich faszinieren. Der nächste Schritt ist, Themen zu finden, die dich wirklich begeistern. Lerne Vokabeln, die mit deinen Hobbys zu tun haben. Oder schaue dir deutsche Dokumentationen über etwas an, was dich interessiert. Ob es Wissenschaft, Kunst, Mode oder Geschichte ist, folge deiner Leidenschaft und lass dich davon leiten, was du lernen möchtest. Entdecke die deutsche Kultur. Deutsch lernen ist nicht nur Grammatik und Vokabeln. Es geht auch um die Entdeckung einer neuen Kultur. Tauche ein in die deutsche Kultur. Lerne etwas über Traditionen, das Essen, die Feiertage und die Lebensweise. Dadurch verbindest du das Lernen mit einer positiven Erfahrung. Du lernst nicht nur die Sprache, sondern auch, wie die Menschen denken und leben. Lerne durch Entdecken. Du musst nicht alles perfekt verstehen, um zu lernen. Manchmal reicht es schon, sich einfach treiben zu lassen und neugierig zu sein. Schau deutsche Filme oder YouTube-Videos, lies Artikel oder höre Podcasts, auch wenn du nicht jedes Wort verstehst. Dein Gehirn nimmt dabei viel mehr auf, als du denkst. Der Schlüssel ist, dran zu bleiben und deine Neugier zu nutzen, um neue Inhalte zu entdecken. Das Fazit: Folge deiner Neugier und lass sie dein Lernen leiten. So wird das Deutschlernen nicht nur produktiv, sondern auch aufregend und spaßig. Jede neue Entdeckung bringt dich weiter und vertieft dein Verständnis der Sprache und Kultur. Lass mich in den Kommentaren wissen, worüber du in der deutschen Sprache oder Kultur neugierig bist. Abonniere auch meine Newsletter authenticgermanlearning.com/free, um spannende Inhalte direkt in dein Postfach zu bekommen. Oder höre meinen Podcast authenticgermanlearning.com/podcast für noch mehr Inspiration. Danke fürs Zuschauen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.